Catherine Mary Knight und ihre Zwillingsschwester wurden am 24. Oktober 1955 in Australien als Ergebnis einer außerehelichen Affäre geboren. Sie lebten später mit ihrer Mutter bei ihrem leiblichen Vater. Dieser, ein Alkoholiker, missbrauchte die Mutter. Auch Catherine soll von mehreren Familienmitgliedern jahrelang missbraucht worden sein. Catherine begann zunehmend bei Kleinigkeiten Wutausbrüche zu bekommen, galt aber trotzdem als umgängliche Schülerin. Nach der Schule arbeitete sie in einem Schlachthof und war für das Ausbeinen zuständig, was sie als ihren Traumjob bezeichnete. Bis zu ihrer späteren Verhaftung hingen ihre Arbeitsmesser immer griffbereit über ihrem Bett. 1973 lernte sie David Stanford Kellett kennen, ein Trinker, und heiratete ihn nach einem Jahr. Ihre eigene Mutter warnte den Bräutigam noch, dass ihre Tochter zum Mord fähig sei. Nach der Hochzeitsnacht versuchte Knight ihren Mann zu erwürgen, angeblich weil er nach dreimaligem Sex bereits eingeschlafen sei. Die Ehe verlief gewalttätig. Knight schlug ihren Mann mit der Bratpfanne und verbrannte seine Kleider. Als 1973 die erste Tochter geboren wurde, verließ Kellett seine Frau. Knight war sehr grob zu ihrem Kind und wurde in eine Klinik eingewiesen. Nach ihrer Entlassung legte sie ihre erst 2 Monate alte Tochter auf ein Bahngleis und lief mit einer Axt durch die Stadt, lautstark mit Mord drohend. Das Kind wurde gerettet. Auf der Suche nach Kellett verletzte sie mit einem Messer eine Frau schwer im Gesicht und zwang diese, sie nach Queensland zu fahren. An einer Tankstelle konnte die Entführte fliehen. Knight nahm einen Jungen als Geisel. Der Junge wurde befreit, Knight entwaffnet und erneut in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Am 9. August 1976 wurde sie wieder entlassen und in die Obhut von Kellett übergeben. 1980 gebar sie ihre 2. Tochter. 4 Jahre darauf verließ sie Kellett und arbeitete wieder als Fleischerin. Als sie nach einem Jahr arbeitsunfähig wurde, bezog sie ein staatlich finanziertes Häuschen. Sie bekam einen Sohn und führte nur wenig erfolgreiche Beziehungen, die wieder durch ihre gewalttätige Art scheiterten. John Price hatte immer wieder eine Beziehung mit Knight geführt und sagte eines Tages seinen Kollegen, dass wenn er am nächsten Tag nicht zur Arbeit käme, er ermordet wurde. In dieser Nacht schlief er mit Catherine und schlief ein. Knight stach auf den schlafenden Price ein, der noch versuchte zu fliehen, doch erfolglos. Sie hob Geld von seinem Konto ab, kehrte ins Haus zurück und begann Price Leichnam zu häuten. Sie kochte einige Teile von ihm mit Gemüse in einem Topf, richtete Teller für die Kinder her und versuchte sich schließlich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Nachbarn hatten Blut an der Haustür bemerkt und die Polizei gerufen. Am 2. Februar 2001 wurde Knight wegen Mordverdachts festgenommen. Am 8. November 2001 wurde sie für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Alle Einsprüche wurden bislang abgelehnt. Catherine Knight wird den Rest ihrer Tage in Haft verbringen.